Wir spielen heute Hide and Seek in einem Luxuskino und das sind die Kandidaten für heute. Ich bin die Lucy und ich bin die kleinste und schnellste, deswegen kann ich ja nur gewinnen. Tschüss! Ich bin der Y-Guy und ich gewinne, weil ich mich in meinem Leben schon immer verstecken musste. Das ist eigentlich traurig. Wieso? Ich bin Fabian, ich habe bisher jedes Hide and Seek gewonnen, deswegen finde ich heute das beste Versteck. Okay Leute, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit. Es geht los in 3, 2, 1, go! Oh, scheiße. Es ist echt riesig hier. Ich bin mal sehr gespannt, ich verstecke mich jetzt einmal. Fabi, du musst dich verstecken, was machst du denn hier? Ich kenne mich hier gar nicht aus. Okay, ich habe tatsächlich bisher auch nur einen Hide and Seek mitgemacht, also so schwer war das gar nicht. Ich muss jetzt auch irgendwo hin, wo ich die Leute nicht sehe und dann haben die 10 Minuten Zeit. Sollen wir mal hochgucken? Aber die Küche wäre auch lustig. So, also hier können wir mal schauen, vielleicht gehen wir hier mal hier drunter. Hey, willst du hier cheaten oder was? Nein, nein, ich muss hier irgendwo ins Eck gehen. Okay Leute, ich verstecke mich jetzt hier. Ich glaube, ich gehe hoch. Hey Fabi, was soll der Scheiß? Okay, ich muss Augen zu und Ohren zumachen. Also oben haben wir noch nicht das Beste gefunden. Mal schauen. Oh mein Gott, das geht hier einfach auf. Was ist das denn? Das war wie alle auf einmal. Was macht ihr denn hier? Wo versteckst du dich? Ich weiß gar nicht, ob wir hier rein dürfen, ne? Eine kühle Kammer. Minus 18 Grad. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist kalt. Oh mein Gott, hier gibt's Eis. Hier kann man Eis snacken nebenbei. Alter Leute, ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt uns verstecken dürfen. Jetzt komm, komm. Geht hier wieder? Okay. Übrigens, heutige Kommentar-Shoutouts gehen an Amelie, Henny und Helene. Danke fürs Kommentieren. Wir schauen noch mal oben. Vielleicht ist da ein Versteck. Ich bin jetzt schon richtig verschwitzt. Und Leute, ich weiß gar nicht, ob man hier sich verstecken darf. Aber hier halte ich es nicht lange drin aus, weil hier ist tatsächlich ein bisschen zu kalt. Was gibt's hier? Schokokuchen. Geil. Okay, wir gehen jetzt einfach mal durch diese Tür hier. Da oben ist eine Tür. Da steht zwar kein Zutritt, aber egal. Oh mein Gott, hier ist es laut. Okay, wir müssen uns nicht jetzt verstecken. Leute, ich brauche ein bisschen Verstecken, ne? Also, ich habe mich halt schon mal bei Levin in den Müll versteckt. Weiß nicht, ob ich das nochmal mache, ne? Oh mein Gott, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe noch gar kein Versteck. Du hast auch kein Versteck. Und ich wette, Fabi hat auch kein Versteck. Da, oder? Okay, wir schauen jetzt nochmal hier oben. Also, ich find's hier schon echt ganz gut. Aber ich weiß halt nicht, wo. Oh Gott, hier ist einfach kein Versteck. Okay, hier ist noch eine Tür. Ich weiß zwar nicht, ob wir durch diese Tür durch dürfen. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Wieso ist das? Hier ist einfach eine Tür. Wie kommt man bitte durch diese Tür? Macht gar keinen Sinn. Sie ist auf jeden Fall offen. Hä, was? No way. Aber du musst die Tür auch noch aufmachen. Oh mein Gott. Ich passe durch. Das sieht so teilchen aus. Geht es? Oh mein Gott, no way. Da wird er nie drauf kommen. Oh. Okay, ich mach zu. Ich weiß nicht, ob du noch mal rauskommst in deinem Leben, aber ciao. Bleibt man mit der Jacke warm, wenn man die anhat? Relativ. Okay. Aber jeder glaubst du hält seinen Stau hinaus. Okay, das will ich machen. Perfekt. Mach das Ding komplett, komplett zu. Okay, mach ich da drin. Okay. Ich schau nochmal unten. Unten habe ich nicht so genau geschaut, weil halt Alex da war. Aber jetzt ist er halt weg, ne? Okay, schnell. Theoretisch könnte man unter den Stühlen. Oh mein Gott. Was ist, wenn ich mich dahinter verstecke? Warte mal. Ich glaube nicht, dass man auf die Idee kommt, dass er dahinter guckt. Also ich sag euch ganz ehrlich so, langsam wird mir langweilig. Und das Problem ist, ich kann einfach nicht raus. Ich will mal sehen, ob Lucy gescheit zugemacht hat. Mal schauen. Alter Leute, das ist viel zu kalt hier drin. Alter, jetzt chill ich hier in so einer Kühlschuhe. Aber könnte halt auch richtig lecker Eis essen, ne? Oh, ich hoffe, dass Alex hier gar nicht erst reinschaut. Ich hab's geschafft. Da verstecke ich mich jetzt. Also Leute, es war echt ein Risiko. Aber egal, ja, sicher ist sicher, ne? Wie kühl ist das bitte? Okay, mal schauen, wie lange ich hier drin aushalte. Ich bin schon seit 2 Minuten drin. Okay, Leute. 10 Minuten sind rum. Ich werde den anderen Bescheid sagen und dann kann die Suche losgehen. Also Leute, es geht jetzt los in 3, 2, 1, go! Ich komme! Ich bin sehr gespannt, Leute. Schauen wir erstmal hinter den Tresen. Da ist zum Glück keiner, oder? Also Leute, was wollt ihr? Ich habe Popcorn, ich habe Getränke, ich habe alles Mögliche. Aber hier ist kein Mensch. Tut mir leid. Okay Leute, ich schaue weiter. Ey, wir haben so viele Räume. Also es kann sein, dass ich sie nicht finde, aber ich hoffe schon, ich hoffe schon. Wir sind jetzt erstmal im riesigen Kinosaal. Also ich muss sagen, sie könnten natürlich unter jedem Stuhl sein, aber ich hoffe mal nicht. Also ich check hier einfach mal grob, okay? Ich komme! Ihr könnt schon ein bisschen Angst haben. Oh mein Gott, Leute, es ist direkt vor mir. Okay, okay, okay. Vielleicht so hinterm Vorhang oder so? Nee, da ist keiner. Es sind, glaube ich, auch zu einfache Verstecke, muss ich ehrlich sagen. Es sind zu einfach. Wir schauen woanders. Wir gehen weiter, Leute. Okay, wir gehen jetzt mal runter. Wir checken später auch noch oben ab, aber ich kann mir vorstellen, dass sie hier unten sind. Okay,
weiß nicht, ob ich hier drin bleiben soll. Oh mein Gott, was auch so geil wäre, wenn ich jetzt einfach das Licht ausmache. Dann würde mir halt so viel schwerer haben, zu finden. Ich glaube, ich gehe raus und mache das Licht aus. Okay, vielleicht in der Toilette? Aber Toilette wäre zu einfach, oder? Okay, warte mal, das Licht war aus. Hallo? Hallo? Okay, da ist keiner. Oh mein Gott, hier sind es minus 15 Grad drin. Das ist ungefähr so kühl wie, keine Ahnung, wahrscheinlich wie in der Arktis, ja. Oh, was gibt es denn hier alles? Hier gibt es Eis, irgendwelche Bällchen, Kartoffel, Eis, Falafel. Was gibt es hier noch? Boah, Ben & Jerry's! Wir schauen weiter. Was ist hier? Hier ist auch noch eine Tür. Oh, eine Tür hinter der Tür liegt, Leute, das ist ganz wichtig. Okay. Schönes Ben & Jerry Cheesecake. Während die anderen sich gerade schön in ihrem kleinen Kackversteck verstecken, kann ich in meinem Versteck ein bisschen Ben & Jerry's essen. Okay, Leute, hier ist anscheinend die Küche vom Kino. Ich war noch nie in einer Küche vom Kino. Finde ich sehr, sehr spannend. Aber als ob sich hier jemand versteckt, oder? Okay, hier ist keiner. Ey, wo sind die? Es kann doch nicht sein. Hier geht's wahrscheinlich raus. Geht's da noch rein? Nee, ist zu. Okay, hier ist auch keiner. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Wir müssen mal hochlaufen. Wir müssen echt mal hochlaufen. Was ist das? Nee, sieht aus wie ein Riesenkühlschrank. Geil. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier irgendwo reingehe, wo ich nicht reingehen soll. Achso, sind die. Ah, okay. Ah, okay, geil. Okay, das ist echt mega lieb. Geil. Anscheinend sind die hier gerade vorbeigelaufen. Ich halte es jetzt hier nicht lang davon aus. Aber jetzt gehen wir hier raus, ey. Das ist wirklich... Also eigentlich habe ich vom Gefühl schon echt viel durchsucht. Aber ey, da wäre jetzt richtig lachhaft. Da habe ich gezählt übrigens. Nee, hier ist gar nichts. Okay, ich finde eine Beschäftigung. Ich will ein bisschen tanzen. Okay, oh mein Gott, Leute, das fängt ja gut an. Okay, dann gehe ich hoch. Also im Kinosaal nichts, im Untergeschoss nichts. Also wenn die nicht im Obergeschoss sind, dann weiß ich auch nicht. Hallo, ich bin da. Wo seid ihr? Alter, das kann nicht sein. Ich glaube, hier hin. Ich muss mich beeilen. Ich lasse auch so einen Spalt offen und dann lasse ich meine Schuhe hier. Dann denkt er, ich bin da drin. Übrigens, Leute, beim letzten Hide and Seek haben wir 40.000 Likes geschafft. Wenn wir das wieder knacken, Leute, dann machen wir ein dickes, dickes, fettes Hide and Seek im Kinderspielparadies. Also lasst ein Like da, let's go. Ja, aber da wäre doch jetzt lachhaft, oder? Boah, ey, das fühlt sich richtig gut an. Und dann wird diese Schüle Premium. Ey, schaut euch diese Aussicht einmal an. Also wenn das nicht das geilste Kino ist, was ihr je gesehen habt, dann weiß ich auch nicht. Wir sind übrigens im Gloria-Palast. Also, wenn ihr es mal abchecken wollt, in München, Gloria-Palast. Oh mein Gott, er ist da. Okay, wir treffen jetzt wahrscheinlich hier drunter. Oh mein Gott. Oh, mir ist richtig gut, wieder aufzuwärmen. Aber ich muss sagen, ich brauche irgendwie mal was Warmes, um mich aufzuwärmen. Schauen wir mal, ob ich mir irgendwie einen Tee oder einen Kaffee oben an der Bar machen kann. Okay, Leute, ich habe einen Tee. Jetzt weg. Das ist meine Geheimfalle. Jetzt muss ich schnell das Licht ausmachen. Okay, Leute, hier geht's noch lang. Okay, hier ist so ein Treppenhaus. Vielleicht soll ich mal da runterschauen, aber das ist, glaube ich, nur ein Ausgang. Leute, jetzt mal ganz ehrlich so. Das Versteck ist gruselig. Ich habe, glaube ich, das gruseligste Versteck von allen. Das gruseligste Versteck von allen. Oh, Scheiße. Ich habe Alex. Hört ihr ihn? Ich glaube, ich kann ihn hören. Also, hier kann sich, glaube ich, keiner verstecken, so wirklich. Nee, ist, glaube ich, nur der Ausgang. Hallo? Ist hier vielleicht jemand drinnen? Es geht nicht. Nee, ist keiner drin. Das wird. Okay. Schauen wir mal da rein. Wir haben hier eine Drehgenehmigung, also hier dürft ihr natürlich nicht rein. Okay, es ist einfach nur ein Bad. Ich darf zu laut sein. Jetzt werde ich nervös. Hallo? Ist hier jemand? Waren diese Schuhe schon immer da? War ich schon die ganze Zeit da? Da ist doch jemand hinterm Vorhang. Ich schaue jetzt in diesen einen Raum noch rein und dann schaue ich hinter den Vorhang. Kann nicht sein. Wir machen zwar auf den Weg. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwo was Warmes lenken kann. Danke dir, ne? Jetzt werde ich nervös. Hä? Ist wieder eine Mülltoilette oder? Nee. Okay, Leute, das ist einfach nur das Treppenhaus. Gehen wir wieder zurück. Hey, ich war doch jetzt überall. Das kann doch nicht sein. Okay, Leute, schauen wir jetzt, ob ich das Licht ausbekomme. Hier ist ein Kasten.
Also die haben sich echt gut versteckt. Wir müssen nochmal schauen, ob die Spuren noch da sind. Die waren noch da. Waren die davor da? Ich glaube nicht. Oh mein Gott. Was ist das? Okay. Wie steuert man das? Von wo steuert man das? Ey, irgendjemand will mich verarschen. Ich leg den aus. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Schnell. Wir können hier so richtig schön Kaffee machen. Oh, da liegt sogar schon was. Ja, genau, jetzt geht jetzt ein Kinofilm an. Hey! Leute, ich muss runter. Ich glaube, das ist irgendwo unten. Alter. Ey, es ist so creepy gerade. Ohne Joke. Licht geht aus. Kann man hier alles irgendwie steuern oder so? Alter, es ist creepy. Ich würde sagen, in dem Sinne genieße ich mal meinen Kaffee. Geil. Hey, wir schauen jetzt dahinter. Müssen dahinter schauen. Die muss hier irgendwo sein. Das sind Lucys Schuhe. Nein, sie ist nicht hinterm Vorhang. Sie hat das doch gesteuert, oder? Wo steuert man das denn? Von da oben? Einfach mal hier. Aber jetzt sieht er nichts mehr. Warte mal. Weiter da. Da ist ein Schlitz. Der war vorher nicht da. Okay. Meine Fans. Hä? Hallo? Als ob man das bewegen kann. Okay, das heißt, kann sein, dass Lucy vielleicht da war und jetzt hat nicht mehr. Gibt's hier noch irgendwo Popcorn? Hier gibt es nur Getränke. Hast du das gehört? Ey, ich werde so paranoia gerade. Das war wie! Mami! Nein! Komm her! Bleib stehen! Alter, man sieht hier nichts mehr! Bleib stehen, Fabi! Wo ist Fabi? Ja! Ich hab's gesagt mit Ansage einfach, du bist der Erste, der raus ist. Let's go! Alter, wo hast du dich versteckt? Warst du die ganze Zeit in dem Tresen? Nein, wo ist mein Popcorn? Ich hab meinen Popcorn, wollte ich nur holen. Nein, du hast dir Popcorn gemacht? Ja. Scheiße, Alter, wo hast du dich versteckt? Ich hab hinter dem Tresen geschaut. Nee, da war ich nicht. Ich war im Kühlraum 20 Minuten. What? War das diese Riesen? Ja. Nein, Leute, ich dachte, man kann da nicht rein. Okay, ich muss die anderen finden. Also Fabi ist raus. Let's go, wir müssen die anderen finden. Aber schau mal, wie dunkel es hier ist. Aber wo ist Y-Guy? Der kann doch auch nicht die ganze Zeit versteckt sein. Ich schreibe mir gerade, ob ich noch mal versteckt bin. Fabi ist gefangen. Hier fühle ich mich wohler, hier ist einfach hell. Wir gehen jetzt noch mal oben. Ich habe jetzt eine Taschenlampe, Leute. Glaubt nicht, dass ihr mir entkommen könnt. Oh, oh. Fabi, warst du das? Alter, habt ihr das gehört? Da ist jemand unten. Komm. Wir müssen runterlaufen. Scheiße. Das war Lucys Stimme, hundertprozentig. Alter, Lucy nimmt mich ja richtig aufs. Hier muss sie doch irgendwo sein. Ja, Fabi, weißt du, wo Lucy ist, Alter? Das kann nicht sein. Das heißt, ich. Oh Gott. Lucy sein, ich sag's dir. Die ist nirgendwo. Da ist Lucy! Du kommst nicht mehr an mir vorbei, Lucy! Du kommst. Willst du da jetzt drüber springen oder was? Ja! Ich hab sie! Oh mein Gott! Wow! Ich hab Lucy! Oh mein Gott, jetzt fehlt nur noch eine Person! Boah, Lucy, aber ey, hast du das Licht ausgemacht? Ja. Hast du auch den Vorhang bewegt? Ja. Junge! Okay, also. Hast du unter der Treppe geguckt? Ja. Da war ich davor. Ich dachte mir schon. Als ich die Schuhe gesehen habe, dachte ich mir, okay, Y-Guy ist der Gewinner, aber ich will ihn eigentlich noch ganz kurz finden. Also Leute, ich hoffe, die finden mich. Ich stelle euch mal vor, Leute, das wäre so ein Prank und dann würden die einfach alle weggehen und mich hier allein lassen. Das würden die nicht machen, oder? Wieso? Du wirst ihn nie finden. Ich werde ihn nie finden. Never. Gib mir einen Tipp. In welcher Etage ist er? Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall nicht im Kino. Nicht im Kino, draußen? Also, nein, aber nicht so, wo so roter Teppich ist. Da muss man da durch eine Tür gehen. Ja. Sag euch ganz ehrlich, langsam kriege ich hier Klaustrophobie, oder? Nehme ernst, Mann. Ich habe das Gefühl, dass die Wände immer enger werden. Das will ich nicht. Ich mag das nicht. Scheiße, Leute. Vielleicht war er doch da draußen. Wisst ihr, wo ich meine? Ich hätte eher gedacht, am ehesten hier. Hey, es kann nicht sein. Ja,
Ja, ich habe ein kleines Problem. Ich habe mich jetzt mal hingesetzt, aber leider tut mein Po einfach so sehr weh, ich muss die ganze Zeit stehen. Ich lehne mich einfach richtig cool gegen die Wand. Yeah, man beachte meine Fußstellung. Yeah. Okay, komm. Aber wenn er wirklich auch in dieser Trap ist, das wäre lost, Alter, das wäre crazy. Ich habe das Gefühl, dass ich langsam verrückt werde. Was soll ich machen, Leute? Mir ist das langweilig. Hier ist er noch nicht, oder geht's da noch lang? Kennt ihr das, Leute, wenn ihr mal so zocken wollt oder so? Also, aber sagt eure Mom so, du kannst kein Buch lesen. Boah, ich will kein Buch lesen. Alter, hier wäre auch lustig. Das war alles. Mein Gott, der checkt gar nicht. Ich hab das Beste versteckt, Leute, ich weiß nicht. Ist auch nur ein leerer Raum. Das kann doch nicht sein. Aber das war doch... Alter, sag mir nicht. Hier. Warte mal, das war doch zu. Huste mal. Das kann doch nicht sein, Leute. Ich weiß nicht mehr. Da, nein. Hä, das geht doch gar nicht auf. Was ist das für eine Tür eigentlich? Ah, oh mein Gott! Das Licht angeschaltet. Warte mal, das geht nicht ab! So? Was ist das? Damit soll ich das jetzt machen, oder was? Okay. Nein! Er ist da drinnen! No way! Bro! Was ist das für ein Versteck, Alter? Das war das beste Versteck der Welt. No way, Alter, das kann doch nicht sein. Das ist gecheckt. Ey, verdient, Alter, verdient, Mann. Okay, du hast gewonnen. Ich hab gewonnen. Let's go. Okay, Leute, das war's mit dem YouTube-Video. Er hat verdient gewonnen. Checkt auf jeden Fall noch mein letztes Video ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.